Hallo Leute und nochmal willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir melden uns jetzt doch noch ein letztes Mal aus der alten Saison FIFA Mobile 21 und zwar werfen wir noch einen Blick auf unsere Liga. Wir haben ja als Liga es noch geschafft, unter die Top 500 zu gelangen. Ganz genau 473. Ganz genau noch, also war eine wirklich erfolgreiche Saison und wollten vor allem an die Leute aus unserer Liga Elite Austria nochmal sagen, vielen, vielen Dank, Leute. Ihr habt es das möglich gemacht, eine erfolgreiche Saison. Lange, aber erfolgreiche Saison. Genau, viele Rückschläge auch eben gehabt, immer wieder hohe Leute so abgesprungen aus dem Nichts. Haben aber alle Rückschläge super weggesteckt und ja, ein harter Kern hat immer zusammengehalten und ja, wir haben es wirklich weit gebracht und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Von mir aus auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Die schon gekommen sind, die auch genau. Jetzt am Schluss letzten Tag dran waren, bis auf Müller. Genau, Müller leider ein Obizarer gewesen. Ja. Einer der wenigen wirklichen Obizarer. Sehr hohes Team, aber leider kein Teamplayer. Genau. Genau, deshalb an dieser Stelle. Vielen Dank, FC Hassel Wien. Ja. Der FC Obizarer 1. auch an FC Hassel. Vielen Dank. An Kam, der auch seit Anfang der Saison dabei ist. SK Karlov, noch nicht so lange dabei, aber jetzt auch brav gespielt. David Alaba, 27. Babaluna, Jonus, Deputa, Martin, Edmo. Thor, Ingemar, Adam, Phil J, Nikita, SEB, Red Hill, Dramian und Rocketman. Vielen Dank Leute, ihr habt das alles möglich gemacht. Einige wirklich seit Anfang an der Saison am Start, seit der ersten Woche. Mitch, hast du alle Freunde? Wer ist denn der Alaba 27? Bitte? Du hast Alaba 27 oder irgend sowas gesagt, oder? Nein. Ja, DA 27. Für David Alaba 27 steht das, glaube ich, sollte da stehen. Ja. Hast du gefragt? Ich weiß es gar nicht, genau. Wahrscheinlich, ja, ziemlich sicher. Könnte sein, dass es nur eine Frau sind und 27 Jahre alt. Genau. Nein, aber hatten Höhen und Tiefen in der Saison, aber wirklich. Und auch immer wieder mal ein bisschen, ja, ist es nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben, aber haben uns immer wieder zusammengerauft und wirklich zusammen einiges erreichen können. Wirklich super, die Top 500 als österreichisches Team, da können wir wirklich alle stolz drauf sein. Ja, wir waren schon fast einmal an die 300 gekratzt, aber das war ja damals genau. Zu eine Siegerserie gehabt. Genau, ich glaube eben knapp unter den Top 300 waren wir einmal. Bilde ich mir ein, ja. Man darf aber nicht ungerecht, auch Top 500 ist Wahnsinn. Ja, ist wirklich super, vor allem als österreichische Liga. Ja, vielleicht wollen wir noch uns die Teams anschauen. Schauen wir die Teams an. Und die sieht Endteams. Man auch, und dann sieht man auch, dass wir jetzt nicht aus extremen Pay-to-Win bestehen, sondern eigentlich auf normalen Spielern. Ja, absolut nicht. Würde ich sagen, ja. Starten wir, vielleicht machen wir das nach dem Team-Guess und starten mit dem niedrigsten OVR einmal. Ja, passt. Und schauen uns da die Teams an, erstmal vom Dramian. Jawohl. Werfen mal einen Blick drauf. Ja, 209. Ja, ein bisschen schade, das erste Manko, dass er nicht noch zumindest auf 210 irgendwie geschafft hat. Dafür will ich mal einen Punkt schon mal Abzug geben. Ja, ich glaub, aber ansonsten, ja, Jordi Alba. Gutes Team, das einzige Skill Boost wahrscheinlich zu viele. Ich habe mir das alle angeschaut. Schauen wir mal. Dann wird es knapp mit der Kohle, weißt du? Wohl viel verschiedene, genau. Und auch nicht sehr hoch, also auch nur so knapp um die 20. Ja, dann oder knapp drüber. Überall alle auf 22 bringen musst, was dir dann kostet schon was. Und das gibt. Du musst schon schlau agieren. Absolut. Sonst geht's nicht. Ja,
Aber trotzdem, ein aber gut gemacht, also beachtliches Team und GG. Auch an Dramian. Sowieso. So, dann wer ist der nächste? Das war, glaube ich, unser lieber Nikita. Genau. Ein Gefühl her. Nikita hat die 210 zumindest voll gemacht und Glückwunsch. Einen Arnautovic vorne im Sturm. Warum nicht? Zusammen mit einem Wandelowski. Mhm. Ja, noch Kroos, Henderson, neun Later Stones, Hummels, Wan-Bissaka. Eigentlich auch ein grundsolides Team, würde ich sagen. Und ja, für die 210 auch. Der Stegen, ja, ein sehr quirliger Gegenspieler. Mhm. Ronaldinho als ZOM. Ja. Also kann sich auch absolut sehen lassen, dieses Team, würde ich sagen. Leider kann man nicht mehr mit dem Retro spielen, das ist das nervigste überhaupt. Eine ganze sehr Zeit. Schade, sehr schade, aber okay. Ja. Ist halt nun mal so. Der Gitter okay. ist von einer anderen Liga gekommen zu uns, wie der Kollege, der kommt ja nachher mit Verrat noch. Ja, danke fürs Vorbeikommen zu uns und wieder genau, absolut. Spiel zu machen sozusagen. Also, und bis zum letzten Tag auch mit ein paar Späßchen immer am Rande, also das passt gut. Absolut, finde ich auch. Bin auch sehr froh, hatten ja vor einiger Zeit eine Fusion mit ein, zwei anderen österreichischen Ligen und ja, läuft ganz gut. Ja. So, der nächste in der Liste ist unser Phil J. Ja, also der sich ein besonderer Fall von uns. Absolut, absolut. Lange Zeit ein Nachzügler, aber auch ein sich noch super hoch gespielt. Und ja, wir haben uns Zeit dazwischen mal um ihn ein bisschen gekümmert und ihm geholfen, aber er hat dann zum Schluss keine Hilfe gebracht. Ne? Absolut, absolut. Und auch ein super Team, 213 am Ende erreicht. Mhm. Mit Mbappé und Firmino auf 120 zumindest hochgepusht. Dann werden ihm wohl wahrscheinlich die Coins und so ausgegangen sein. Ja. Aber auch eigentlich, ja, 2,9 Liter Verteidiger drin. Ja, ein bisschen schade. Robertson, nicht auf Position, aber ansonsten auch Grealish, ganz nice als LM. Ronaldinho, Koke und De Jong. Und Yashin im Tor. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Also würde ich auch sagen, absolut in Ordnung das Team. Ja. Und genau, Grüße gehen raus an Phil. Okay, der nächste im Bunde ist der Kollege, den wir vorher angesprochen haben. Red Hill. Genau. Genau. Ein Kollege von Nikita. Auch von, wie haben die geheißen nochmal? Bevor ich so einen Blödsinn sage, ich sage lieber nichts jetzt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie die geheißen haben. Austria Unchained oder sowas? Oder waren das die anderen, die nicht gekommen sind? Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ja, es gab ein paar andere österreichische Ligen noch. Wir haben mal so um den Nationaltag herum, am österreichischen Nationaltag, haben wir mal so eine Fusion gestartet, weil wir gesagt haben, ja, bevor wir hintümpeln alle, ich meine, wir waren eh okay dabei, aber haben wir gesagt, warum nicht stärker machen, die Ligen. Genau, absolut. Und ein paar haben das verhirnt und haben das auch so gesehen und sind dann zu uns gestoßen. Ein paar sind dann wieder gleich wieder weg oder nach einer kurzen Zeit. Die zwei haben uns bis zum Schluss beglückt und ja, wie gesagt, die haben ganz gut gepasst. Absolut, finde ich auch. War eine Win-Win-Situation auf jeden Fall für alle Seiten. Genau, also das gute Team von Red Hill in einem 4-3-3. Hat ziemlich viele 9-Later-Spieler noch drin. Ja. Mit den Rängen dann wahrscheinlich, mit den hohen, ja. Und ansonsten noch einen Alaba in der IV. Gefällt mir auch gut, linker Flügel mit Ronaldinho und Bale auf rechts. Genau, also... Und dann Lever in der Mitte. Lewandowski, Maschine, Ter Stegen im Tor. Also auch eigentlich ein wirklich beachtliches Team. Genau. Sehr gut, GG an Red Hill für dieses Team. Der nächste im Bunde ist der liebe Adam. Auch ein Urgestein. Der ein war Urgestein. Schon Liga, bevor ich dazu gekommen bin. Das ist schon mittlerweile 2 Jahre her, glaube ich, bald. Ein absolutes Liga-Urgestein. Ja. Und hat auch ein
4-3-3 mit Depay, Ronaldinho und Bale im Flügel. David Beckham ist der erste jetzt, glaube ich, der ihn im Team hat, oder? Ja. Will ich meinen. Mit De Jong und natürlich ein Messi in der ZOM. Sorgt natürlich auch für Druck. Hierro in der IV mit Alaba, gefällt mir auch gut. Und die Legende Ashley Young im linken Flügel. Ah, linker Verteidiger. Aber er spielt auch auf dem Flügel vorne oder so. Ja, naja, schon eher mehr LAV gewesen, ja. Ja, schon, aber ja, im Spiel ist auch oft voll zu finden, so meine. Also auf jeden Fall, ja. Ein sehr offensiver Außenverteidiger. Ja, das kann man so sagen. Genau, Buffon noch im Tor, ja. Wäre schön eventuell noch im Hierro und Buffon über 110, aber ansonsten auch ein nices Team und 213, bravo. Jo. So, nach dem Adam kommt SEB, einer, der glaube ich seit Anfang der Saison am Start ist. Das sehe ich von eben dabei, oder? Ein ruhiger Zeitgenosse, schreibt nicht viel, aber immer verlässlich am Züge machen und hat hier auch ein ziemlich nices Team am Start. Lewandowski und Ronaldo, am Flügel Ronaldinho und Figo, Beckham auf 120 mit Henderson, Moa. Jo. Gefällt mir echt nicht schlecht, auch Varane hinten drin. RV, ein Kufal. Auch interessant. Ja. So schlechte Stats. Ja gut, man muss ja auch sagen, zum Schluss haben wir fast alle gute, also viele gute Stats gehabt. Ja. Ist so. Weil ja, die Saison viel zu lange war und dadurch hast ja, das ist ja bei deinem Rapid Team auch gesehen, da waren auch schon ein paar gute Stats dabei, wo du gemacht hast. Absolut, absolut. Ja, immer auch anscheinend ein bisschen die Skillboosts anscheinend gefehlt, auch nur an die 20. Wäre sonst auch sicher noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Naja, im Prinzip, das schauen wir mal, wenn du ein normales Spiel spielst, dann gut, du führst du dich normal auf die Karten, aber wenn du so weit wie möglich kommen willst zum Ende, musst du dich eigentlich auf die Skillboost konzentrieren und das, ja, und da musst du beinhart sein, die ganze Saison lang. Absolut, absolut. Und das okay. Ist natürlich eine, die da noch mache, aber gut. Ja. Ja, schwierig, muss man halt auch wirklich sehr viel Zeit investieren in dieses Spiel, wenn man da auch wirklich immer alles abräumen will. Rocketman, unser okay. Nächster in 3-4-3, auch mit Ronaldo, Figo, Ronaldinho, Beckham, Bruno Fernandes leider. Bruno! Nicht in Position leider. Grealish und Sancho. Und Julit als IV. Okay, auch interessant. Hat er sich als IV geholt. Ja, 215. Auch ein super Team, muss man sagen. Starke Spieler drin. Auch einige Legenden. Gefällt mir auch ganz gut. So. Der nächste war Deputa, unser Lieber. Der ist auch direkt dabei. Genau, war dabei, kurze Zeit dann weg, aber kam dann wieder zurück und hat eingesehen, bei uns ist es doch am schönsten. Rechts hat er gedacht, er hat Ronaldo, den wahren Ronaldo im Sturm drin, das für schon mal ein fettes Plus. Gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Zusammen mit Ronaldinho und Figo. Rashford als LM. Gefällt mir auch sehr gut. Rashford auch ein super Spieler meiner Meinung nach. David Beckham, ZM, Townsend. Und in der IV Vidic, Varane und Kimpembe. No? Und die Asche nimmt doch. Auch einige Spieler, die man jetzt nicht allzu häufig antrifft. Also vor allem Ronaldo. Ronaldo, der schaut super aus, ja. 26er Skillboost, so die meisten. 23, 24. Ja, auch schade, dass er knapp wahrscheinlich die 220 nicht geschafft hat. Ja. Aber trotzdem super Leistung. Okay.
dann nähern wir uns jetzt schon der 220er. Wir sind bei 220. 220, wen haben wir da? Kam auch. Seit Anfang an bin ich mehr dabei, ja, absolut. Ziemlich sicher. Relativ. Kam. Oh, Mbappé hat er sich entschieden für Mbappé im Sturmzentrum. Dem, was du nicht haben wolltest in unserem Draft-Duell. Oder? Genau. Zu schlecht für mich. Oder zu gut. Wer weiß. Ja. Ja, Sturm hat er ganz voll bekommen auf 120, genauso wie Yashin. Hm. Mittelfeld ist dann schon ein bisschen eng geworden anscheinend, aber. Haben Wechsel auch geschafft. Beckham und Sancho, super, mit Kroos zusammen und Grealish. Nur die IV hinten sind dann anscheinend ein bisschen die XP und die Münzen und so ausgegangen. Mhm. Aber auch mit Vidic, Maguire und Silva. Aber ja, mit der 220 ein super Ergebnis. GG an Kam. Kann er zufrieden sein. Genau. Mehr als zufrieden. Wen haben wir als nächster? Unseren guten Tor. Auch ein Urgestein der Liga. Ja, nur zum Tor und Indien mal. Anfang an dabei. Muss man auch sagen, die haben am Anfang der Saison mit uns fusioniert. Genau, von Österreich 1 oder so, bin ich mir ein. Ja, das ist die von einer älteren Liga. Und da haben wir fusioniert und hat super funktioniert eigentlich. Mhm. Ich glaube, es waren ein paar mehr dabei, aber die zwei haben das durchgehalten. Und sind auch, auch wieder dabei, also so gesehen. Ja. Voll. Ja, auch mit Cornet im Sturm. Aha, okay. Sag mir jetzt gar nicht von Burnley. Interessant. Interessant. Den sieht man sicher nicht in vielen Teams. Ja, nicht so oft, aber der hat ja auch super Stats. Ist er nicht so? Anscheinend, ja. Zusammen mit Lineker. Ja. Beckham als erster im RM. Ja. Er hat sowieso ein interessantes Team, was nicht jeder hat. Ja, mit Kral und Essien im ZTM, Rashford und Bruno Fernandes und hinten drin Varane, Konaté und Stones, Yashin im Tor. Ja, auch ein sehr, sehr, sehr stabiles Team, muss man sagen. Ja. So, also vielen Dank Tor. Weiter zu Edmo. Also na, habe ich ihn jetzt übersprungen. Ja, wir sind beim guten Inge, oder? Nee. Jonas. Genau. Jonas ist der nächste. 221. Jonas auch bei der letzten Liga-Fusion zu uns gestoßen, oder? Ja. Genau, auch mit Ronaldo vorne im Sturm. Und ein Martinez auch immer noch. Der hat ziemlich viele Retro-Spieler drin. Mhm. Mit Coutinho, Busquets und dann einige nice Icons. Da hat es wohl dann auch anscheinend an der Trainings-XP und Coins gemangelt, um die noch weiter hoch zu trainieren. Alaba und Hierro hinten drin. Guardiola. Ein Guardiola, den wird man nicht oft sehen. Und den anderen Hierro. Ja. Nicht unter Hierro. Nedved ist auch sicher top. LM. Mit Schießen, Ski Boost. Jo, gratuliere Jonas zu 221. So, dann mit Inge mal. Der hat ein sehr interessantes Team. Muss man auf jeden Fall sagen, der Inge. Würde man vorheben, genau. Der hat absolut. Der hat einen Plan. Den hat auch das gerade die ganze Saison verfolgt. Genau. Jede Saison. Ist auch von Anfang an bei uns am Start, kam glaube ich auch von Österreich 1. Ja. Und ja, reines Manchester United Team mit Legenden, also feiere ich extrem, muss ich sagen. Das Team gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut mit Ronaldo und dem legendären Cantona, Beckham, Rashford, Bruno Fernandes, Scholes, Best, Varane, Vidic, Ferdinand und Van der Sar im Tor, also ist wirklich auch eine Challenge, also so ein reines Team hochzuziehen und 222 zu erreichen, also auch da Hut ab.
absolut top. Weil man natürlich nicht bevorzugt wird mit den Skill Boosts dadurch. Absolut nicht, nein. Also wirklich super gemacht und Gratulation an dieser Stelle. Ja. Auf jeden Fall. Teamguess Edmo. Edmo auch ein ruhiger Typ, von dem liest man auch nicht viel, aber ist auch immer brav am Start. Und hat auch Ronaldo, den legendären Brasilianer Ronaldo, mit Ronaldinho, Ronaldo. Bale. Auch ein Rashford, den haben auch ziemlich viele jetzt drin gehabt. Groß und ZM. Gündogan. Luis Figo, off-position leider, im RM. Und hinten Eder Militao, Vidic, Hummels und Donnarumma im Tor. Ja. Ziemlich alle auf 26 gebracht, Skillboost. So. Ja, das ist auf jeden Fall in Ordnung von den Skillboosts. Ja. Gratulation an Edmo für die 223. So, SK Karloff, also der ist überhaupt erst seit kurzem auch bei uns. Und von dem haben wir überhaupt noch kein einziges Wort gelesen. Das ist immer so Sache. Seit er hier ist. Eine Saison kurz, ja, schon mittlerweile, glaube ich, sind auch schon. Na, ein paar Wochen, ja sind ja, sicher. Ja, ein paar Wochen sind Monate, ja. Aber ja, hat meistens auch eben seine Züge gemacht, also von dem her alles in Ordnung. Und Drogba mit Van Basten im Sturm, ja. Jo. Ist auch mal ein sehr, sehr harter Sturm mit Ronaldinho und Salah auf den Flügeln. Silva, Groß, auch ein recht offensives. Ja, das ist alles offensiv vorne. Ramos und Alaba in der IV und ein Carlos Alberto RV, okay. Den habe ich jetzt auch nicht so oft am Schirm. Und Van der Sar im Tor. Also ja, auch wirklich ein sehr beachtliches Team. Ja, auch ein paar 27, 28, die Skillboosts, also ja. Gefällt mir auch ganz gut. Jo. Grüße an Karloff. So, jetzt nähern wir uns dann schon langsam den Top-Platzierungen in der Liga. Babaluna auch mit 25, 225. Ja. Am Start und er spielt Lever im Sturm. Messi dahinter, auch Groß und Beckham mit ZM. Jo. Chesney hat er im Tor. Sehen wir jetzt auch zum ersten Mal. IV mit Hierro und Varane. Auch recht stabil. Sind sicher eine der stärksten. Und die zwei 9 Liter Außenbracker. Ja. Auch ein super Team auf 225 von Babaluna. GG an dich. So, 227 hat unser guter Martin, der auch lange Zeit immer das höchste OBR hatte. War, glaube ich. Er war schon, ist auch ewig dabei. Ich glaub, war noch der ist auf jeden Fall erst später wieder dazugekommen, weiß ich. Also der ist erst irgendwann im Laufe der Saison wieder gekommen, aber war, glaube ich, schon mal. War früher schon mal bei euch, ja. Mit Van Basten und dem Totzleber im Sturm. Greenwood und Ronaldinho, auch starke Flügel. Mhm. Beckham und Rakitic. Rakitic hat er sich gewählt. Ja, im ZM. Dann. Und in der IV einen Alaba. Welcher Alaba war das? Aus dem. Aus dem Totti. Ah, auch ein Totti oder so. Totti-Event, ja. Team of the Season. Und er hat auch Carlos Alberto als RV und Hierro. Also auch, ja, starkes Team. Auch einige Skillboosts, 28, 29, also gratuliere Martin. Knapp haben wir dich noch überholt, aber vielen Dank für deinen Einsatz auch in dieser Saison. So, jetzt haben wir unser Liebling. Unser Liebling ist am Start. Unser fast von den Mitgliedern mittlerweile. Da brauche ich den Namen, glaube ich, gar nicht sagen. Ne? Unser Sorgenkind Hassel, ja. Also sicher ein super, super Spieler, auch ein starkes Team. Aber ja, so mit dem Teamgeist und so ist es manchmal so eine Sache bei ihm.
Naja, im Grunde genommen meint er es ja wahrscheinlich nicht schlecht, aber die Umsetzung ist natürlich fragwürdig. Genau, einen sehr fragwürdigen Schmäh und der bei vielen Leuten leider nicht so gut anstößt, aber ja, wenn man sein Team anschaut, wie auch Ronaldo im Sturm, auch ja. Die Skill Boosts 32, 33, das ist natürlich schon auch beachtlich. Ja, aber irgendwie mit der Ränge hat er sich vertan. Ja, das hat mich auch irgendwie gewundert. Anscheinend da auch den Fehler, sollte er in eines unserer letzten Videos anschauen, welche Sachen man beachten sollte als Free-to-Play. Die Flashbacks waren sicher nicht gut. Das kann sein, aber trotzdem, ja, 227 und auch im Head-to-Head stark unterwegs. Ja. Immer gewesen. Suchtelt immer. Von dem her auch Gratulation auch an Hustle an dieser Stelle. Ja. So, und damit bleibt nur noch. Starker Markt, muss man auch sagen, weil das hat ihm natürlich auch viel geholfen. Genau, konnte viel geholfen. Ich habe gewundert, dass er nicht auf 230 gekommen ist, weil ich habe geglaubt, ich hätte mir auch erwartet, dass er voll noch loslegt und uns. Der hat sich auch ziemlich abhängen wird, habe ich mir gedacht, aber war ich dann auch überrascht eben, dass ich habe mir auch gedacht, der wird uns noch überholen. New und mich, aber war nicht so. Okay, dann starten wir ins letzte Team rein mit dem 228er DA27, wofür auch immer das stehen sollte, aber ich nehme an David Alaba. Aber er spielt ja nicht, deswegen. Und er hat alle Spieler auf 120 auch. Ja. Sehr, sehr, sehr stark. Skill Boosts auf. Fast 30 alle. Ja. 28 alle. Mit Zidane ist der erste, der jetzt auch Zidane noch im Team hat. Ja. Den ZOM. Stark. Schweinsteiger und Groß. Ronaldinho, Figo. Ronaldo im Sturm. Varane. Romero hat er auch als IV. Mhm. Den sehen wir jetzt auch zum ersten Mal. Also. Auch ein wirklich Bomben-Team. Schade, dass es für ihn nicht mit der 230 noch geklappt hat, aber auch ein wirklich das Problem, wenn man so anschaut. Ja? Sehr, sehr, sehr starkes Team, muss man sagen. Und was noch das Problem ist, er hat alle über 20, das heißt das Problem von 19 auf 20. Ja. Da wäre noch ein Rang drin gewesen, sozusagen. Genau, das ist ja wieder ein anderes Thema. Da geht es dann um die cleveren Free-to-Play-Sachen und wie man die Sachen anspart und wann man genau was ausgibt, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ja. Können alle gerne uns wenden, nur wenden sie sich die eigenen Leute auch zu wenig in uns. Der Phil hat es aber genutzt eine Zeit lang. Also. Genau, also wie gesagt, ja, bei Fragen könnt ihr euch immer an uns wenden. Wir haben es eh auch öfters angeboten, aber ja, gut, muss man halt auch annehmen. Und im Endeffekt, ja, wollten wir sagen, vielen, vielen Dank, Leute. War wirklich eine super coole Saison. Extrem super, dass wir es jetzt noch als österreichisches Team unter die Top 500 die österreichische Fahne ein bisschen noch hochgehalten haben. Weltweit. Und ja, also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Und ja, Gratulation an eure Teams. Zu euren Teams. Ja. Gratulation. Ja, war mir eine Ehre mit euch, diese ewig lange Saison durchzuspielen. Und ja, wir freuen uns schon auf den morgigen Start der neuen. Genau. Ein bisschen zart hat es sich jetzt schon am Ende, muss man sagen. Aber cool, dass ihr alle noch voll mitgezogen seid, am Start wart und hoffentlich auch noch am Start seid in der nächsten Saison. Ja. Von dem her verabschieden wir uns, sagen nochmal vielen, vielen Dank jeden Einzelnen und bis FIFA Mobile 22. Genießt den Abend ohne FIFA Mobile und morgen geht's los zum Suchen mit FIFA 22 Mobile. Genau, alles klar. Dann ja. Macht's gut und einen guten Start in die neue Saison. Ciao, bye. Ciao.